Ronra zum Gruße, ihr Lieben. Es geht weiter mit Memuria. Ronra, aufgrund der Amazonen, die wir hier bei uns haben. Und natürlich habe ich nicht das ausprobiert, wie immer, was ich gerade ausprobieren sollte. Denk die ganze Zeit, ich soll an Helm und Schild von der Amazonen. Hab das letzte Mal nach der Aufnahme auch gedacht, Mensch, du hast doch da diesen Stofffetzen, wieso probierst du das nicht noch aus? Aber ich habe halt die ganze Zeit gedacht, und ich weiß es ja auch nicht, also ich habe mich jetzt nicht irgendwie gespoilert oder so, habe halt gedacht, ich müsste es noch schaffen, die richtige Vision mit Rachwan hinzubekommen. Aber so, naja, ich probiere das jetzt mal mit dem Stofffetzen, weil ich nicht glaube, dass ich da an Helm und Schild einfach gerade überhaupt rankomme. Und wir haben ja jetzt was von ihr. Ich werde jetzt meine Vision daran ausprobieren. Ja, machen wir das einfach mal. Und es funktioniert. Also wir können ihr jetzt auch eine Vision schicken. Dann würde ich sagen, erstmal wieder auf sie selber, wenn das überhaupt geht. Es geht aber nicht. Was kann ich denn dann machen? Dann nehmen wir erstmal ihn, Rachwan. Geht sie jetzt? Nö. Rachwan? Warum geht sie selber nicht? Dann nehme ich mal die alte Amazone. Und Lagerfeuer. Ich bekomme diesen Ferkina nicht aus dem Kopf. Was soll ich nur mit ihm machen? Na, immerhin hat sie jetzt irgendwie was anderes gesagt und ich weiß zwar nicht, warum die alte Amazone jetzt wichtiger war als die junge, aber ist ja vielleicht gut. Ich spreche sie mal an. Warum lasst ihr den Ferkina nicht frei? Niemals. Er ist gefährlich. Es müsste schon ein göttliches Wunder geschehen, dass ich einen feigen Mörder wie ihn wieder ziehen lasse. Okay, das klappt so nicht. Was ist mit deiner Gefährtin? Wir hatten unterhalb der Nebeldecke unser Lager aufgeschlagen. Ja. Er erdäubt und vergiftet. Wir nahmen ihn zum Glück. Gut, das hatten wir ja schon. Was mache ich denn jetzt am besten mal? Ich stehe stets zu... Ja, ja. Du bist immer da, ne? Netter Stab. So, ja, machen wir ihn nochmal jetzt oder wie? Mache ich mal sie zuerst? Oder doch sie? Na, mach ich mal sie. Er. Lagerfeuer. Schliegluck. Jetzt sagt er Schliegluck oder so. Ja. So, jetzt habe ich das ausprobiert und habe noch nicht das Richtige. Oder ich mach noch mal hier. Vielleicht bin ich noch nicht durch oder so. Jetzt mal die Frau mit Kind, oder was? Ja, na, komm. Ich bekomme diesen Ferkina nicht aus dem Kopf. Was soll ich nur mit ihm machen? Also, sie sagt ja bei der Frau mit Kind und Lagerfeuer irgendwie dasselbe. Ein Stück vom Umhang der jungen Amazone. Bin ich irgendwie, ja, bin ich jetzt noch nicht weiter oder was? Prinzessin, der Zauber wirkt nur auf Gegenstände. Bist du denn kein Gegenstand? Au, hört ihr das? Das war das sanfte Brechen meines Herzens, beziehungsweise das sanfte Knarzen meiner Rinde. Aber für mich ist es dasselbe. Och komm, jetzt übertreib mal nicht, du Stab. Aber es muss scheiße sein. Vielleicht jemand anderes zu sein und dann ein Stab zu sein. Ja, okay. Gut, lassen wir den empfindlichen Stab mal sein. Aber ich wollte mal wissen, was passiert, wenn sie ihm eine Vision schicken soll. Entweder ich habe noch nicht die richtige Vision geschafft oder ich muss was ganz anderes jetzt machen. Ich schicke mal ihr eine, vielleicht geht das ja. Ach nee, brauche ich einen Gegenstand. Sind das dann ihre Sachen? Ihr wollt diesen Kriegsgewalt... Nein. Mach mal darauf. Ich komme nicht dran. Ich brauche diese Sachen. Also wenn das von der alten Amazone die Sachen sind, dann könnte die die junge Amazone beeinflussen. War also vielleicht ja doch nicht falsch, dass ich die Sachen haben wollte. Denn mit den beiden Sachen geht's ja nicht. Ich komme nicht dran. Kannst du nicht nochmal nach oben gehen dann und... ich weiß nicht.
Ich weiß halt nicht, ob man von hier an die Sachen kommen könnte. Mit dem Ast oder so ist ja hier auch nichts mehr zu machen. Ich komme nicht ran. Hey, bin ich ja prinzipiell noch weiter weg. Kann man hier irgendwas kombinieren? Nein. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Nein. Was kann ich denn bloß machen? Ich habe keine Ahnung. Die einzige Person, der ich damit eine Vision schicken könnte, bin ich selbst. Okay, dann dreht er sich irgendwie nur um. Ich habe seine Kette. Und nun? Wie jung sie ist, bestimmt nicht älter als 15 Jahre. Rachwan hat ihr erst das Pferd aufgeschlitzt und sie dann mit seiner Klinge vergiftet. Ich kann mir nur vorstellen, wie dreckig der Kampf gewesen sein muss. Können wir eigentlich wieder zurückgehen? Vielleicht muss ich ja wie nochmal zurück? Nee, wir können nicht zurück. Wir sollen schon hier jetzt vorankommen. Ist ja auch irgendwie klar. Aber hätte ja sein können, dass da irgendwas ist. Wegen dem Pfeil und so und Bogen bauen. Dass wir dann irgendwie besser an Helm und Schild oder so kommen. Aber nö, wir können nicht zurück. Was ist mein Hotspot? Ich meine, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Was? Maske? Der Mogul ist schon lange tot. Damit würde ich nur einem Haufen Staub eine Vision schicken. Ja, das bringt ja auch nichts. Die einzige Person, der ich damit eine Vision... Okay. Das ist kein persönlicher Gegenstand. Von niemandem. Ja. Tja, was mache ich denn bloß dann? Es geht ja nur sie eigentlich. Amazonenschild? Amazone? Und er? Keine Ahnung. Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? Das war ja schon mal gar nicht schlecht anscheinend, die Idee, Helm und Schild mal zu nehmen. Warum lasst ihr den Ferkina nicht frei? Niemals, es müsst... Also, okay. Nee, da muss einfach noch mehr passieren. Ich mach das nochmal. Also, sie... Aber wenn man die beiden macht, das verbindet die... Warte mal, machen wir mal so. Helm und Schipapa, Rachwan und Lagerfeuer. Na? Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Ah. Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? War er ja auf jeden Fall, damit sie das verbindet. Nehmen wir mal nochmal dieses Schild. Irgendwie. Und jetzt mal die Frau. Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? Tja, also ich glaube, ich bin zwar auf dem richtigen Weg, aber ich finde die richtige Vision noch nicht. Lagerfeuer und Frau habe ich jetzt schon ausprobiert. Ich denke mir halt, was bringt es mir, sie hier zu nehmen, weil das verbindet doch eigentlich eher Hass. Aber okay, machen wir das mal. Hatte ich das jetzt nicht schon? Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? Solange sie hier liegt... Warum lasst... Niemals, es müsste schon ein göttliches Wunder geschehen, dass ich einen Feind... Ein göttliches Wunder, und das ist ja das Zeichen ihrer Götter. Das muss irgendwie einen Zusammenhang eigentlich geben.
mit dem Amazonenschild, was für ihre Götter irgendwie steht. Natürlich dann mit Rachwan zusammen. Eigentlich auch ihr selber, aber ich weiß auch nicht. Ich nehme mal Mann. Das Symbol meiner Göttin und der Ferkina? Oh, sagt mir, was soll ich mit ihm machen, Orondra? Na, ihn freilassen. Gibt's da nicht irgendwie... Weiß auch nicht. Hab ich irgendwie das falsche Symbol hier an der Wand? Das Bild eines Drachen. Die Bilder wurden erst in den Felsen... Hübsch. Weiß ich nicht. Oder gib ihm was zu trinken, wenn wir das einfach mal so machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das doch so schwer noch wird. Gut, das Ganze nochmal. Rachwan, hier Götterding und gib ihm mal was zu trinken. Wasserfall. Das Symbol meiner Göttin und also, das gibt's ja wohl nicht. Oh, sagt mir, was... Ja, was sollst du mit ihm machen? Was soll ich denn mit dir langsam machen? Echt, also das, muss doch mal was geben. Dann mache ich ihn mal wieder. Dann mache ich ihn... So... Du und du. Mensha Isona. Also ich glaube, bei ihm nutzt es irgendwie gar nichts. Was, komisch. Ich bin verwirrt. Also er und Götter muss ja auf jeden Fall sein. Da bleibt ja immer nur eine dritte Option. Wasserfall hatte ich schon. Frau hatte ich schon. Lagerfeuer hatte ich schon. Sie hatte ich eigentlich auch schon. Mann hatte ich doch jetzt auch schon. Drache? Nehmen wir mal Drache. Das Symbol meiner ja, Göttin... Ja, komm. Ich... bin total verplant hier, warum das hier nicht funktionieren will. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Nein, das ist mein Besitz. Ich verstehe das irgendwie gerade nicht. Soll ich ihr jetzt gar keine Vision mehr schicken oder was? Aber ich denke schon, weil sie ja sagt, ach, sie braucht ein Zeichen der Götter. Was ist denn bitte ein Zeichen der Götter? Jetzt habe ich Rachman rausgelassen. Ein brennender Löwe? Eine Vision meiner Göttin? Oh, Rondra, was willst du mir sagen? Ja, und aus dem Grund muss ich ihn ja nehmen, weil das... Sonst weiß sie ja nicht, was sie tun soll. Also er muss ja auf jeden Fall... Ich nehme mal hier die Jagd, auch wenn ich nicht glaube, dass das richtig ist. Das Symbol meiner... Ja, es bescheuert echt. Hä, jetzt muss ich mich doch irgendwie spoilern, weil ich keine Ahnung habe, was ich tun soll? Das muss ich doch irgendwie alleine auch rauskriegen können. Das ist ja merkwürdig. Und wenn ich mal Schild und so auslasse, aber eigentlich ist das ja ein Symbol ihrer Götter, deswegen dachte ich, das muss ich nehmen. Ich bekomme diesen Ferkina nicht aus dem Kopf. Was soll ich nur mit ihm machen? Tja, probieren geht über Studieren, oder was? Ich weiß ja sonst auch nicht, was ich tun soll. Hab ich denn noch nicht gehabt? Obst. Was ist mit dir? Ich hatte eine Vision von meiner Göttin. Sie trug mir auf, den Gefangenen vom Baum zu holen wie einen Apfel. Ich muss ihrem Befehl folgen. Doch brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Es ist für meine Schwester zu gefährlich, ihn hier freizulassen. Nehmt mein Pferd, das hinter dem Wasserfall wartet.
und tragt den Gefangenen die Anhöhe hinauf. Dann, wenn ihr weit genug fort seid, schickt das Pferd zurück und lasst ihn laufen. Du kannst auf mich zählen. Hab Dank. Na endlich, es hat geklappt. Juhu. So, da wären wir. Ich lass dich jetzt frei. Dafür erfüllst du dein Versprechen und führst mich nach Draconia. Einverstanden? Einverstanden. Dann halte still, damit ich dir die Fesseln lösen kann. Ich fühle mich zwar nicht toll, ihn hier zu befreien, aber naja. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Aber auch keine andere Wahl. Keine Spielchen mehr, ja? Wie ich es hasse, von ihm abhängig zu sein. Ach, kann ich nachvollziehen. So. Wollt ihr das wirklich tun? Er hat euch schon einmal verraten. Keine Sorge. Ich weiß, woran ich bin. Er hätte euch fast getötet. Sagtet ihr nicht, ihr wüsstet, was ihr tut? Ja. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Und nun zu dir. Weißt du... Ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkina, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste und der seine Ehre verkaufte, nur um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage. Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin, werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, die sind Stein. Ah, sehr gut. Du bist wach. Ja? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen, als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert so leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht, was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? So, wir sind wieder zurück anscheinend mit Geron. Das war ja schon ganz schön spannend, gerade eben mit Satya. Und natürlich hatte ich ein komisches Gefühl, ihm die Fesseln jetzt zu lösen. Aber ich hatte ja gar keine andere Wahl. Und natürlich hat er sie überfallen. Aber krass, der Stab hat sie beschützt. Also sein ungutes Gefühl scheint sich zu bewahrheiten. Und Satya ist da doch vielleicht übermutig. Auf der anderen Seite habe ich das so verstanden, dass sie... daran geglaubt hat, dass der Stab sie auch beschützt. Und ich finde diese Beziehung zwischen den beiden eigentlich ganz interessant und auch irgendwo schön. Ich bin sehr gespannt, was da zwischen den beiden sich noch entwickeln wird. So, wieder zurück. Träume, Dämon. Was antworte ich denn mal? Ich sag mal Träume. Ja, ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert, der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. Okay. Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt? Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Rashtulswald-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen, ganz alleine in der Wildnis. Weicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat,
spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus. So herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Das könnte ja auch so gewesen sein, dass der Stab, wenn das ursprünglich ein Mann oder ein Prinz oder wer auch immer war, dass der auch dieses Rätsel hatte lösen sollen. Und weil er die Antwort nicht wusste, war sein Leben verwirkt oder gehörte dann vielleicht irgendwie dem Dämon. Und dadurch ist er dieser Stab geworden mit den Kräften oder so. Ich bin gespannt echt, was da noch kommt. Also ich finde das super interessant hier, die ganze Geschichte. So, Lösung erraten. Der Rubin ist der Stein. Aufgeben. Ja gut, dann sage ich mal, der Rubin ist der Stein. Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Sadias Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück. Irgendetwas hatte sie damit vor. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Draconia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Draconia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf! Wir haben ihn! Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Verdammt, wo ist er hin? Au, mein Kopf. Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Raschthulswall, von Drachen erbaut. Eurich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtegern-Held, oder? Nein, lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Kapitel 4. Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Ja, Kapitel 3, Erfolg. Das ist ja schön. Wir sind im nächsten Kapitel angelangt und ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part weiter und ich hoffe, es bleibt weiter so spannend und interessant, auch mit den Rätseln, auch wenn ich hier und da manchmal hakel und nicht genau weiß, was die jetzt eigentlich wollen, wie mit den Visionen jetzt. Ich hoffe, die nächsten Visionen laufen vielleicht ein bisschen besser, aber Mensch, es macht echt mega Spaß und ich hoffe, es macht euch auch noch Spaß beim Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!